6 Uhr morgens in Esslingen-Bergheim. Lisa macht sich startklar. Die 26-Jährige testet für uns heute den neuen Fahrradweg auf der Körschtalbrücke zwischen Nellingen und Neuhausen. Ich sag mal so, also ich bin jetzt die letzte Zeit auch immer über Denkendorf ins Geschäft gefahren, halt mit einer leichten Steigung. Es war auch machbar, keine Frage, aber es ist halt morgens, sag ich mal, angenehmer, wenn man eben ins Geschäft fahren kann, ohne Steigung und Berg. Und vor allem ohne Stau. Schon allein aus diesem Grund fährt die Bankkauffrau oft mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Filderstadt. Ob sie mit dem neuen Fahrradweg noch mehr Zeit sparen kann? Wir werden sehen. Rückblick. Im Juli starten die Bauarbeiten auf dem Körschtalviadukt. Fast 20 Jahre lang durfte aus Sicherheitsgründen die Brücke nicht mit dem Fahrrad befahren werden. Alle Schüler und Berufstätige mussten den Umweg durchs steile Körschtal nehmen. Mitte Dezember heißt es dann endlich freie Fahrt. Ob das bei Lisa auch so gut klappt wie bei unserem Verkehrsminister? An Straßenlaternen fehlt es hier zumindest schon mal. Man hat richtig gut Platz, also mir ist zwar jetzt keiner entgegengekommen, aber es könnten locker zwei Fahrradfahrer nebeneinander aneinander vorbeifahren und super Gefühl. Zeitlich hat Lisa auch ein paar Minuten gespart. Mit dem Auto braucht sie für knapp 12 Kilometer oft bis zu 45 Minuten. Durch den neuen Fahrradweg sind es für die 26-Jährige nur 34 Minuten zur Arbeit. Im Vergleich mit der alten Fahrradstrecke ist das immerhin eine Zeitersparnis von 6 Minuten. Wie schneidet die Sicherheit ab? Auf der gesamten Strecke zu der Jahreszeit ist natürlich wenig Licht. Also ohne Licht am Fahrrad und Stirnlampe würde ich die Strecke nicht befahren. Aber im Hinblick aufs Frühjahr oder auf den Sommer, top. Also vom Fahrbahnbelag her habe ich gar nichts auszusetzen. Es sind halt keine Straßenlaternen oder sowas an der Straße, aber ist machbar. Ist der Radweg breit genug? Wenn jemand entgegenkommt, ist es gut ausmachbar, zu zweit aneinander vorbeizufahren. Auch wenn Licht auf dem Radweg durchaus von Vorteil wäre, fällt Lisa ein positives Urteil. Es war gut, dass sie den Radweg so gebaut haben. Und ich denke auch für die Schüler, die nach Neuhausen oder nach Nellingen zur Schule müssen, ist es einfacher zum Fahren und auch sicherer. Und die Bewegung, der Sport fehlt natürlich dann auch nicht. Damit hat der Radweg dann wohl unseren Test mit Erfolg bestanden.